Aha! Ich hab nichts zum Kleben. Oh, bitte nicht, JP. Nein. Oh, wie es schnappert. Oh. Nein. Ich kann keinen dieser Orte identifizieren. Es gibt hier keine Koordinaten. Bevor ich die Karte zurückbringe, sollte ich sie kopieren. Und ich habe keinen Toner. Vielleicht muss ich noch lackieren? Nee. Geht nicht. Mist. Ah, jetzt muss ich auch noch kopieren. Ist bei der Pustule nicht Tonerstaub drin? Feuerwaffen sind wahrscheinlich unter den Sammlern alter Waffen. Ich kann gerade nicht reden. Ich brauche eine neue Tonerkartusche für den Kup. Fragen Sie Antoine, er verwaltet solche Sachen. Der Friseur. Danke, ich sehe mich mal um. Bis später. Der Friseur. Aber er hat doch vorhin gesagt, ist nicht. Captain Antoine. Er kriegt auch bald Kilometergeld. Können Sie mir helfen, Antoine? Ist es etwas Wichtiges, Sirene Leroux? Etwas Dringendes. Mann über Bord! Nein, nein, nichts derart. Entspannen Sie sich. Dem Kopierer oben ist der Toner ausgegangen. Haben Sie noch einen? Ich konfisziere alles, was diese Landratten versuchen hereinzuschmuggeln, hier am Tor. Auch Tonerkartuschen? Wo? Bringen Sie da hin, Sir. Nennen Sie mich Antoine, Sirene. Nirgendwohin. Ich trage Sie nicht gerne herum. Nebenbei bemerkt, ich kann die Brücke gerade nicht verlassen. Ich bin auf Wache. Sind Sie schon viel gesegelt, Antoine? Mein ganzes Leben, Sirene. Oh, die Dinge, die ich gesehen habe. Es fing alles in Dünkirchen an, 1940. Ach, da. Ich war damals noch ein Kind. Meine ältere Schwester, eine Krankenschwester, die in einen Offizier verliebt war, schmuggelte mich über den Ärmelkanal. 40.000 unserer Leute blieben am Strand zurück. Das ist die Kraft der Liebe. Liebe kann Berge versetzen. Nein, das war Schicksal. Dann segelte ich mit den Konvois über den Atlantik. Haben Sie gewusst, Sirene, dass deutsche Kriegsschiffe von ganz in der Nähe aus operiert haben? Von Brest? Ich habe davon gehört. Aber Anfang Februar 1942 haben sie sich entschieden, sie nach Norwegen zu verlegen. Sie meinen die berühmte Kanaldurchquerung? Genau. Sie haben es geschafft, Kiel zu erreichen. Ein französischer Spion in Brest hat die Sache versaut. Das ist schlecht. Ah, wegen des Toners. Können Sie mir eine Kartusche holen? Sie meinen, Sie brauchen Toner für den Kopierer, Sirene? Eine Sekunde. Hier ist er. Möge er Ihnen auf hoher See gute Dienste leisten. Er trägt ihn nicht rum. Alle Mann Ahoi. Alle Mann Ahoi. Bis dann, Antoine. Mast und Schotbruch, Sirene. Ach ja. Der Dialogschreiber hat keine 5 Euro gekriegt. Dieser Hausmeister ist ein großer Geschichtenerzähler. Aber ich merke irgendwie, dass er mir nicht traut. Ach.
Weil er wirres Zeug erzählt, oder was? Ah. Ruff das Ding. Die Karte von Indien hat nichts mit dem Inhalt des Manuskripts zu tun. Es macht keinen Sinn, das zu kopieren. Wow. Das ist keine gute Idee. So, jetzt haben eine wir... Eine Kopie der Karte aus dem 16. Jahrhundert. Mhm. Ich schätze, ein wichtiger Teil fehlt. Es gibt auch keine Koordinaten. Ist aber eindeutig, oder? So, will er jetzt was über die Entdeckung wissen, oder was? Hier ist das Manuskript. So wunderbar. Unglaublich. Nicht wahr? Und da ist immer noch die Karte, die ich kopiert habe. Sehr gut. Alles muss dokumentiert werden, diese Karte. Was zeigt sie? Schwer zu sagen. Es sind keine Namen eingetragen. Ich werde morgen daran arbeiten. Hoffen wir nur, dass Paris die Kiste nicht von uns zurückverlangt. Bis jetzt wissen sie nichts. Dann lassen wir es dabei. Das ist nur der Anfang. Wer weiß, was noch in diesen Notizen versteckt ist. Danke. Ich sehe mich mal um. Bis später. Sie werden es nicht glauben, Claire. Sie haben die Kiste aufbekommen? Das ist noch nicht alles. Es gibt ein Geheimfach, in dem ich ein Manuskript gefunden habe. Vielleicht... Von Ponsleon selbst. Sie nehmen mich auf den Arm. Und es geht noch weiter. Da war eine Karte in das Manuskript genäht. Sie Glückliche. Was ist... Einige Inseln. Aber ich erkenne sie nicht wieder. Wenn nur Marcel es geschafft hätte, so... Der hätte es auch nicht erkannt. Claire, hat Ihnen Marcel etwas von dieser Verabredung erzählt? Was für eine Verabredung? Sie wissen schon... Warum tun Sie mir das an? Weil es alles so verdächtig ist. Aber wenn Sie nicht darüber reden möchten, ist es in Ordnung. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Das wissen Sie nicht. Entschuldigung. Vergessen Sie es. Ich brauche eine Zigarette. Hier? Die Rauchmelder sind ausgeschaltet. Wie? Ich will nicht nochmal durch das Werk. Ich war an diesem verfluchten Tag nicht hier, wissen Sie? Martern Sie sich nicht selbst. Es war nicht Ihre Schuld. Ich habe meine Sachen gepackt und ging... Zu meiner Schwester. Das war das Ende. Warum ist der Ton so, wie er ist? Sie haben sich getrennt? Wir waren wochenlang wie Hund und Katze. Wie jedes Jahr. Ich mag den Winter hier nicht. Das überrascht mich nicht. Und warum bin ich zurückgekommen? Marcel ist weg. Habe ich Ihnen erzählt, dass er auf der Aufnahme sagte, du wirst es wissen, Claire? Verdammt. Er hat nicht dass Sie ihn verlassen haben. Er war ein eiskalter Bastard. Ich war nur ein Stimulanz, wie Kaffee oder Cognac. Ja, ich war irgendwie. Ich denke, die hatten eine gute Beziehung. Das glauben Sie wirklich? Nein. Ich bin nur wütend, weil er mich so verlassen hat. Endgültig. Und ich kann nichts dagegen machen. Sein Tod. Es macht überhaupt keinen Sinn. Absolut keinen. Warum ist es passiert? Darüber grüble ich nach, bis ich sterbe. Wenn ich nur einen Hinweis hätte. Vielleicht der Mann, den er getroffen hat. Hat er ihm geschrieben? Ich habe ein paar Briefe in seinem Sekretär gesehen. Aber da wollte ich noch nicht darüber nachdenken. Glauben Sie, dieser Fremde hat ihn von der Klippe gestoßen? Die Polizei hat es in Betracht gezogen. Und? Oh, ich schätze nichts. Wissen Sie was? Nehmen Sie den Schlüssel zum Sekretär und überprüfen Sie diese Briefe. Aber wenn Sie irgendwelche Zettel von Frauen finden, bringen Sie sie sofort hierher. Danke. Da ist jemand eifersüchtig. Denken Sie dran. Ich habe immer etwas Zeit für einen Plausch. Das verstehe ich. Yeah, Container mit Farbe. Das ist ein Esson. Jetzt verstehe ich es. Ein Esson 3D-Drucker. Brief vom Grafen. Sehr geehrter Herr, ich würde Ihnen gerne ein Treffen vorschlagen, um den kürzlichen Erwerb... Hat sich der Verfasser des Briefes mit Marcel getroffen? Keine Ahnung.
des Maritimmuseums zu diskutieren. Ich habe in Paris erfahren, dass die Kiste, die bei Sotheby's versteigert wurde, sich nunmehr in ihren Händen befindet. Mein Repräsentant, der in meinem Namen geboten hatte, gab zu früh auf, da offensichtlich meine Instruktion nicht verstanden hatte. Ich bin ein Liebhaber alter Gegenstände von historischem Wert, insbesondere von Gegenständen, die in Verbindung zu Personen oder Ereignissen standen, die in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegangen sind. Ich erwarte, dass die kompetenten Mitarbeiter des Museums, sie eingeschlossen, sich der Tatsache bewusst sind, dass die Kiste über eine wahrlich interessante Vergangenheit verfügt und eine unglaublich überraschende, muss ich sagen, wofür ich verschiedene Beweise vorlegen kann. Als Advokat der Wahrheit kann ich diese Offenbarung nicht verbergen. Ich für meinen Teil zähle auf eine Gelegenheit zur gründlichen Untersuchung der Kiste, von der, hoffe ich, nicht nur ich profitieren werde. Ich freue mich auf eine baldige Antwort, da mich in Kürze eine weite Reise beanspruchen wird und ich da voraussichtlich über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sein werde, mich mit Ihnen in Kontakt zu setzen. Mit freundlichen Grüßen. Dings. Ja, also dialogmäßig ist das, ne? Wen hat Marcel getroffen? Die Notizen können mir das vielleicht beantworten. Nehmen wir mal den Stift. Oh, da war doch. Entschuldigung. Ja, das ist es. Diese Kiste, so eine wundervolle Arbeit, das warme Holz, die akribischen Silberarbeiten, über die Jahrhunderte von der Zeit geglättet. Das Kombinationsschloss, ein Meisterstück für sich alleine. Ich untersuche diesen Kauf aus jedem möglichen Blickwinkel. Ich nehme ihre exotische Aura in mich auf. Reich verziert und gut erhalten riecht sie fast nach einem Abenteuer aus dem 16. Jahrhundert. Genau, ein Abenteuer. Wird diese Frau denn niemals verstehen, dass ich nicht an ihren Stimmungsschwankungen zwischen Melancholie und Hochgefühl teilhabe und dass sie sich nicht mit jedem einzelnen unfertigen Gedanken an mich wenden kann, mich behandeln kann, als wäre ich Teil ihres inneren Monologes? Gott sei Dank ist sie für eine Zeit zu ihrer Schwester gezogen. Für eine Weile wird mich niemand stören. Ich vermisse die Zeichenklassen von Claire. Sie waren der beste Beweis, dass Liebe auch eine Form braucht. Was für eine Tortur. Der Versuch, eine angemessene Linie zu finden, gleichzeitig Claire nicht näher zu kommen und sie in meinen Armen zu halten, so verletzt. Letztlich so köstlich. Spannungen entstehen zwischen Gegensätzen, wo ein Konflikt besteht. Deswegen glaube ich, dass sie zurückkommen wird. Mit ihrem Auszug bereitet sie eine unwerfende und atemberaubende Rückkehr vor. Ich treffe den Antiquitätenliebhaber im Inn. Ich weiß wirklich nicht, was er sich davon erwartet. Ich bin über die Frechheit solcher Leute ehrlich erstaunt. Sie glauben, dass ihr Geld und ihre Beziehung ausreichen, um einfach mit dem Kopf voran meinen Arbeitsbereich zu stürmen. Suchen, schnüffeln, alles mit ihren schmierigen Fettfingern betatschen, mit den Nägeln ankratzen. Wie viele habe ich von der Sorte schon gesehen? Zuerst erzählen sie einen, wen sie alles kennen, dann irritieren sie einen mit ihren hirnlosen Bewunderungen und am Ende fragen sie nach dem Preis, als ob das Objekt mir gehören würde und nicht dem Museum. Warum habe ich nur zugestimmt, jemanden zu treffen? Er weiß eine Menge über die Kiste. Er weiß etwas, was ich nicht weiß. Er hat sichergestellt, dass ich das verstehe. Das ist sein Teil des Handels. Aber was will er gewinnen? Wer ist dieser Antiquitätenliebhaber? Ist er für Marcels Tod verantwortlich? Wer ich weiß. Ich frage mich, ob der Graf und der Mann, mit dem Marcel eine Verabredung hatte, ein und dieselbe Person sind. Möglich ist alles. War der Graf der Fremde, mit dem Marcel eine Verabredung hatte? Es ist wie eine Waffe. Ich befürchte, die Kopie ist nicht allzu haltbar. Die Kopie muss gehärtet werden, bevor sie zerbröckelt. Denk nach. Ach so. Das ist keine gute Idee. Dann nehme ich einen Pinsel halt. Jetzt ist die Kopie haltbar genug, um auch eine längere Reise zu überstehen. Die Frage ist, Ja, wir haben die Kiste. Sie ist in der Tat ein schönes Stück. Sie haben die Auktion verloren? Sowas kommt vor, ja. Da gebe ich Ihnen recht. Die Geschichte ist sehr interessant. Ponce de Leon. Meinen Sie das im Ernst? Bitte kommen Sie vorbei und teilen Ihre Offenbarung mit uns. Was ist denn hier los? Wie schade. Warten Sie eine Sekunde. Unsere Kollegin Sylvie...
Leroux ist auf dem Weg dorthin. Ja, sie hält eine Lesung an der Scuola di Santa Croce an dem Abend. Jung, aber kompetent. Sie ist diejenige, die an der Kiste arbeitet. Marcel? Nein, nicht mehr. Fein, ich sage ihr Bescheid. Sie haben damit eine Verabredung. Auf Wiederhören. Der kann doch nicht über unsere Zeit bestimmen. Wir sind doch weg. Ich weiß nicht, was ich fragen sollte. Hm. Arschtritt vergeben. Haben Sie etwas im Sekretär gefunden? Einen Brief von einem gewissen Graf Saint-Germain. Ein Sammler? Er wollte mit Marcel über... Oh. Das könnte er sein. Ich werde versuchen, mich darum zu kümmern, sobald... Sie müssen weg? Venedig. Ich halte dort eine Lesung, um mein Buch Skorpion-Ritual zu promoten. Promoten. Es handelt von dem Mysterium der Johannesritter, das mein Onkel und ich gelöst haben. Oh, ich würde zu gerne mit... Dann gehen Sie packen. Wir müssen los. Oh, verdammt. Ich habe dem Boss versprochen, dass ich diese Woche das Gemälde fertig mache. Ich helfe Ihnen, sobald ich zurück bin. Der Karneval von Venedig. Das war unser gemeinsamer Traum. Sehen Sie? Ich kann einfach nicht. Nicht ohne Marcel. Aber ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Bis dann. Danke. Tschüss. Wann müssen Sie los? Morgen. Ganz früh. Direkt nach Venedig? Über Paris. Nur um umzupacken. Bis dann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und kommen Sie bald zurück. Bis dann. Ach ja. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich fragen sollte. Okay, gut. Der Wirt ist absolut nicht wie der Hausmeister. Aber irgendwie passen sie zusammen. Tja, wahre Liebe, ne? War Marcel letzte Woche hier? Oh ja, dann. Dann... Nein, er würde nicht mitten am Tag herunterfallen. In der Nacht. War er allein? Nein, er kam nur selten alleine. Normalerweise war er mit Claire da. Ah, also war er mit Claire zusammen. Das habe ich nicht gesagt. Er kam allein. Ich dachte, er hatte eine Verabredung. Möglich. Dieser Fremde hatte bereits auf ihn gewartet. Wie sah er aus? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Da war wirklich nichts Markantes an ihm. Er saß in einer dunklen Ecke. Ich habe ihn nicht einmal hereinkommen sehen. Haben Sie irgendetwas bestellt? Nur Marcel. Er kam an den Tresen und hat Absinth bestellt. Sind Sie zusammengegangen? Ja, es tobte draußen ein wütender Sturm, aber sie sind gegangen. Man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Wird wahre Freundschaft alle Stürme überstehen? Was denken Sie? Ich weiß nicht. Wenn sie es nicht tut, ist sie dann wirklich wahr? Und wenn sie nicht wahr ist... Ist es dann wirklich Freundschaft? Vielleicht braucht es gar keine große Anstrengung, um es zu überprüfen. Vielleicht ist es... Der Weg zum Schloss hin und vom Schloss zurück ist exakt derselbe. Vielleicht müssen wir sie einfach in der Mitte treffen. Bis dann. Vielleicht. Der Wirt meint, ein seltsamer Fremder wäre dafür verantwortlich. Aber kann ich dieser Darstellung trauen? Die dramatischen Ereignisse dieser Nacht haben genau hier stattgefunden. Wie wäre es, wenn ich diesen Ort etwas genauer untersuchen würde? Okay. Der Spalt ist zu schmal. Ich komme nicht... Ein interessantes Motiv. Ein Baum. Diese Münze ist einzigartig und sieht sehr alt aus. Eine uralte Münze mit einem filigranen Symbol des Baumes des Lebens. Perfekt erhalten. Okay, mehr ist hier nicht. Huch. Oh, diese verstörende Vision. Waren das die Lackdämpfe? Ist so ein bisschen anfällig für Visionen, oder?
Was ist denn da geschickt worden? Sehr schön. Tschüss. Ach ja. Das ist auch nix. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich befürchte, der Graf könnte hinter Marcells Tod stecken. Auf der anderen Seite, ich sollte den Federhandschuh aufnehmen und... Welchen Federhandschuh? Welchen Federhandschuh? Es gibt gerade nichts zu diskutieren. Ich habe doch mit dem Grafen keine Feder. Ach so, vielleicht das hier. Ich habe gerade einen Anruf erhalten. Es war ein gewisser Saint-Germain, ein Sammler. Saint-Germain? Er wollte ihre Lesung in Venedig besuchen. Woher weiß er so viel über mich? Hat er seine Nummer hinterlassen? Nein, ich würde ihn nicht unterschätzen. Er hat vielleicht etwas zur Geschichte der Kiste beizutragen. Wo wir gerade davon sprechen, wussten Sie, dass die Kiste sich im 19. Jahrhundert in Venedig befunden hat? Nein. Da klingelt etwas bei mir. In der Scuola di Santa Croce. Ach, das ist da, wo ich meine Lesung abhalte. Sehen Sie? Es fängt an zusammenzupassen. Viel Glück. Sehen Sie nur zu, dass Sie auch zurückkommen. Danke. Ich komme bestimmt wieder. Bis zum nächsten Mal. Dieses Mädchen ist sehr neugierig. Ich zähle auf sie. Ist sie so interessant? Als Köder? Schöne Dekoration. Für den Karneval, schätze ich. Hallo, ich bin Sylvie Leroux. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Willkommen im bescheidenen Heim der kulturellen Gesellschaft. Okay. Ich frage mich, wo meine Lesung stattfindet. Direkt hier in der Konferenzhalle. Androne, wie wir es nennen. Früher wurden hier Spenden gesammelt, jetzt finden hier Lesungen und Konzerte statt. Es wird mir eine Freude sein, meine Leser in solch einer interessanten Umgebung zu treffen. Das ist wahr. Die Halle hat ihre ganz eigene Atmosphäre. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit doch mal auf die Nische dort rechts. Was ist so Besonderes daran? Dort befindet sich eine Tafel mit einer unsinnigen lateinischen Inschrift. Hinter diesen zufällig angeordneten Buchstaben wird eine tiefsinnige Botschaft vermutet. Eine Touristenattraktion. Genau. Werfen Sie doch mal einen Blick darauf nach Ihrer Lesung. Kann ich das auch sofort machen? Ah, die Seele der Abenteurerin bekommt die Oberhand. Ich habe einen sehr engen Zeitplan. Keine Zeit zu verlieren. Werden Sie dann bei der Lesung nicht abgelenkt sein? Ganz im Gegenteil. Ich bin gut vorbereitet. Es wird eher meine Nerven beruhigen. Lampenfieber? Leider ja. Ich kann Ihnen versichern, dass alles vorbereitet ist. Versuchen Sie eine Weile nicht über die Lesung nachzudenken und sehen Sie sich einfach ein wenig um. Habe ich ja vor. Oh, es ist wunderbar hier. Ich liebe... Die frühere Serenissima scheint immer noch durch. Dieser Ort gehörte einmal zur Scuola, einer Bruderschaft, die aus dem Mittelalter kommt. Ein großes Gebäude. Nicht so groß wie die Gebäude der Scuole Grandi, von denen es insgesamt 6 gibt. Dieses war das inoffizielle 7. Inoffiziell? Ja, zum Beispiel war entgegen seinem Namen nie ein Relikt des wahren Kreuzes hier. Die Bruderschaft von St. John, dem Evangelisten, eine der großen... Diese Institutionen hatten einen großen Einfluss auf die Bürger. Dank ihnen waren sie nicht nur in der Lage, sozusagen satzungsgemäße Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel ihren Brüdern und deren Familien zu helfen, sondern sie konnten zudem das Bedürfnis nach Prestige befriedigen und die Politik der Republik mitgestalten. Mhm. Prestige musste in Venedig sehr kostspielig sein. Oh ja, sicher haben Sie schon von den Tintoretto-Gemälden gehört, die Scuola Grande, die San Rocco schmücken. Natürlich. Außerordentliche Arbeit. Ja, was ist mit dem hinreißenden Interieur der Scuola Grande di San Marco?
Die Brüder, die für unser Gebäude verantwortlich zeichnen, können sich nicht wirklich damit messen, aber das architektonische Konzept ist ähnlich. Was passierte später mit der Scuola? Nun, mit dem Fall der Republik fing alles an, sich zu verändern. Sogar der traditionelle Karneval wurde aufgegeben. Wissen Sie, wer das angeordnet hat? Nein. Die Inquisition? Ganz kalt. Das war dieser Tyrann Napoleon, der den Großen Rat 1797 aufgelöst hat. Unsere Gesellschaft beruht auf der Scuola aus dem 19. Jahrhundert und nahm dann einen wissenschaftlichen und kulturellen Charakter an. Mhm. Im Maritimmuseum arbeite ich an einer Kiste, die Ponce de Leon gehört hat. Der Direktor erwähnte, dass sie sonst hier aufbewahrt worden sei. Das stimmt. Die Kiste war genau hier, in der Konferenzhalle. Könnten Sie mir etwas mehr darüber erzählen? Als der Konquistador 1521 in Havanna an einer Wunde von einem indianischen Pfeil starb, begannen Legenden über seine Kiste zu kursieren. Mhm. Man sagte, sie würde eine Karte enthalten, die den Ort des Jungbrunnens beschreiben würde. In wessen Hände ist sie gefallen? Die Ansichten darüber sind gespalten. Manche meinen, Hernando de Soto hat sie erhalten. Ich neige zu der Hypothese, dass de Leon die Kiste in Sevilla gelassen hat. Er hat dort vor den Beamten der Casa de Contratación die Richtlinien für spanische Seeleute verfasst und einen Reisebericht abgeliefert. Wurde die Padron Real dort erstellt? Sie haben absolut recht. Die offizielle und geheime Gesamtkarte der neuen Welt. Oh. Weiß irgendjemand, was dann mit der Kiste passiert? Möglicherweise war sie auf dem Schiff von Juan de Austria während der Schlacht von Lepanto, in der er die Heilige Flotte zum Sieg geführt hat. In den ganzen Wirren muss die Kiste auf einer der venezianischen Galeassen gelandet sein, die an der Schlacht teilgenommen haben. Zufällig? Entweder zufällig oder vorsätzlich. Die Bruderschaft vom Wahren Kreuz hat sie übernommen. Mhm. Die initiierten Brüder versteckten sie, da der Austria weiter nach seinem verlorenen Besitz suchte. Jedenfalls war er nicht der Einzige, der hinter der legendären Karte her war. Aha. Man glaubte, sie führe zum Jungen? Das war so in diesen Tagen. Die ambitioniertesten Personen suchten nach Eldorado, dem Stein der Weisen oder nach dem Brunnen. Und die Brüder? Sie hatten Prestige. Je heftiger sie abstritten, die Kiste zu haben, desto größer wurde ihr Prestige. Und was passierte später mit der Kiste? Sie haben das geheime Lager während der Napoleonischen Kriege geleert. Die Kiste wurde hastig an einen anderen, sichereren Ort in der Stadt gebracht. Wissen Sie, wohin? Leider nein. Unser Guardian Grande, der die Kiste transportierte, wurde bald darauf ermordet. Was für eine mysteriöse Sind meine Bücher angekommen? Ja, sie sind hier. Eine wunderbare Auflage. Sie riechen immer noch nach Druckerschwärze. Oh, wie viel Publikum erwarten Sie? Ich bin sicher, dass eine Menge Leute kommen werden. Wir haben unser eigenes Stammpublikum und darüber hinaus haben wir die Lesung als großes Ereignis angekündigt. Sie können mit einer Menge Leute rechnen. Danke. Entspannen Sie sich. Es wird alles perfekt sein. Sicher. Na, Abend, Captain. Dieses Mal werde ich nicht denselben Preis für den Erfolg zahlen. Sie meinen den Tod Ihres Onkels. Ein viel bedauerter Verlust, aber das Leben muss weitergehen. Und Ihr Onkel wäre so stolz auf Sie. Ich danke Ihnen. Das glaube ich auch. Leute sterben halt, ne? Ist halt so. Welche Veranstaltungen haben Sie für die nächste Zukunft geplant? Eine Lesung und eine Ausstellung über die Geburt. Ein sehr interessantes Thema, auch mit Bezug zu der Stadt. Das ist der Punkt. Danach eine etwas exotischere Reihe von Lesungen über Atlantis, von der Analyse von Platos Dialogen bis zur Präsentation archäologischer Funde. Das ist umstritten. Das stimmt. Ich weiß, ich arbeite immer noch an der Liste der Leser. Vielleicht könnten Sie mir damit helfen? Ich werde darüber nachdenken und gebe Ihnen Bescheid, wenn ich in Frankreich bin. Sehr verbunden. Darf ich mich ein wenig in der Halle umsehen? Aber natürlich, bitteschön. Ein kultivierter, belesener Mann. Es war mir eine Freude, mit ihm zu reden. Okay, aber nicht hier verfallen und so.